Hi, I'm Joe with Garmin. Hast du dich schon einmal gefragt, ob dein Körper wirklich für ein hartes Intervalltraining bereit ist oder ob eine lockere Laufeinheit vielleicht besser wäre? Eine der neuen Funktionen des Forerunner 630 ist der Belastungswert, der dir dabei helfen könnte. Analog zu den anderen, neuen physiologischen Messwerten, die sich aus Geschwindigkeits- und Herzfrequenzdaten ableiten, ist auch für diesen Wert ein Herzfrequenz-Brustgurt zum Messen der Herzfrequenzvariabilität erforderlich. Allgemeine Trainingsbelastung, Schlaf, Ernährung und der Stress des täglichen Lebens wirken sich darauf aus, wie sinnvoll ein intensives Training ist. Wenn du dich frisch und ausgeruht fühlst, kann dein Körper den Trainingseffekt besser verkraften. Wenn du aber zu viel Stress ausgesetzt bist oder ein Übertraining kurz bevorsteht, kann dasselbe harte Training kontraproduktiv sein. Der Belastungswert wird bei einem dreiminütigen Test ermittelt, bei dem du stillstehst und einen Herzfrequenzbrustgurt trägst. Zum Beginn des Tests drücke die Starttaste mit dem Läufersymbol. Streiche bis zum IQ-Symbol, um die Belastungswert-App zu öffnen, die aus unserem Connect IQ Shop bereits vorinstalliert ist. Folge den Anweisungen auf dem Display. Du musst 3 Minuten lang entspannt stillstehen. Der Forerunner zeigt deine Herzfrequenz und ein Countdown-Timer für die verbleibende Zeit des Tests an. Der Forerunner analysiert zur Ermittlung der Gesamtbelastung deine Herzfrequenzvariabilität und zeigt einen Wert zwischen 1 und 100 an. 1 steht für eine sehr geringe Belastung und 100 steht für eine sehr hohe Belastung. Diese Werte sind in farbkodierte Kategorien eingeteilt, die die Bedeutung des Wertes veranschaulichen. Du profitierst am meisten von der Belastungswertfunktion, wenn du die Messung täglich etwa zur selben Zeit und unter denselben Bedingungen vornimmst. Im Laufe der Zeit lernst du die täglichen und wöchentlichen Schwankungen deines Belastungswerts kennen. Der Basiswert ist aber konstanter, wenn der Test täglich zur selben Zeit durchgeführt wird. An Wettkampftagen hast du eventuell einen hohen Belastungswert. Das ist aber kein Grund zur Sorge und überhaupt kein Grund, Tempo zurückzunehmen. Wenn sich dein Körper auf Kampf oder Flucht vorbereitet, sinkt die Herzfrequenzvariabilität in der Regel, sodass du einen sehr hohen Garmin-Belastungswert hast. Vor einem Wettkampf bereitet sich der Körper aber auf Kampf und Flucht vor. An Ruhe ist dann nicht zu denken. Die Aufregung vor einem Wettkampf ist also eine gute Art Stress und ein hoher Belastungswert kann genau richtig sein, um das Trainingsplateau zu überwinden und den persönlichen Rekord zu brechen.